Hallo liebe Leute, die heutige Tour führt uns auf den Reiskofel. Geparkt wurde unterhalb der Jochalm auf 1450 Meter, danach ging es zum Alpenspitz 1950 Meter hinauf zum Reiskofel 2371 Meter und Abstieg über den kleinen Reiskofel 2163 Meter. Die Tour beinhaltet gut 10 Kilometer und ca. 1000 Höhenmeter. Und nun viel Spaß! Guten Morgen, schaut euch das Wetter an. Sag euch, bei meiner heutigen Tour habe ich auch mal Wetterglück. Ja, heute geht es auf den Reiskofel. Da fährt man Richtung Hermagor bzw. Kötscher Mountain. Zwischen ist Reisach und dann auf Richtung Jochalm bzw. Gregorihütte. Ich wollte eigentlich ein bisschen weiterfahren, aber da vorne ist gesperrt bzw. ich könnte gleich fahren rein oder je nachdem. Jetzt habe ich da unten weiter ein bisschen geparkt, ein paar Höhenmeter mehr. Ja, die Tour ist eigentlich eine richtige Vormittagstour. Ich muss sie heute auch als Vormittagstour, weil ich am Nachmittag noch ein paar Sachen zu erledigen habe. Das heißt, so eine 6-Stunden-Partie vielleicht mit 1000 Höhenmeter. Und es ist eher so, jetzt keine reine Kletterei, aber ein bisschen ein Kletterberg, der Reiskofel. War ich noch nie, freue mich, hat sich eine geile Tour. Ja, die ersten Meter sind uns da über so ein Forstweg alle Richtung zur Jochalm und dann weiter um Richtung Gregorihütte und dann weiter auf den Reiskofel. Nach wenigen Metern blickt man da schon direkt das Reiskofelmassiv. Das ist jetzt auch leider eine kleine von da. Den großen siehst du jetzt nicht. Jetzt geht da so die Forststraße entlang und nachher bei der Gregorihütte geht es dann in den Aufschwung, sagen wir mal. So, in einer halben Stunde bin ich da, wo ich eigentlich herfahren wollte. Die Holländer haben es gefunden, ich nicht. Super. Ah, und da ist jetzt der Reiskofel auch schon angeschrieben. Und ich komme halt von einer Jochalm. Ja, das ist auch eine halbe Stunde länger. Schöner Spaziergang her. Aber anscheinend sollte man da bei Google oder beim Navigationsgerät eher Gregorihütte eingeben und nicht die Jochalm. Naja, ein paar Meter mehr schadet ja nie, oder? Da sieht man jetzt echt schon schön, das ganze Massiv. Toller Ausblick schon. Ah, angeschrieben ist er da. Reiskofel 235, 229. Perfekt. So, und da verlässt man jetzt den Forstweg und geht mal schön in die Wald rein. Reiskofel 235 angeschrieben. Jetzt geht es Richtung Alpenspitz. Hast das das nächste Ziel. Ah, richtig schöner Waldweg da. Ja, und da im Wald geht es gleich richtig schön steil rauf. Jetzt bin ich froh, dass ich bei der Jochalm geparkt habe, dass ich ein bisschen warm laufen können. Wenn du da direkt unter der Gregorihütte parkst, geht es halt direkt mit 200% bergauf. Aber geiler Waldweg. Richtig angenehm. Und da drüben sieht man schön die Straßen, wo ich hergekommen bin von der Jochalm. Alternativ eben da unten parken. Aber es ist echt geil, weil da machst du einfach nur schön Höhenmeter. Es ist auch sowieso angeschrieben gewesen, dass es sehr steil ist. Wenn es auf 3,5 Kilometer Aufstieg oder 1000 Höhenmeter sind. Das heißt, kann man sehr denken, dass es richtig schön bergauf geht. Durchgehend. Schön. Man sieht da immer wieder Naturgewalten, dass die Bäume ausgerissen hat. Da oben auch. Das ist immer wieder. Aber am Weg ist eigentlich ziemlich frei. Also da, das ist trotzdem sehr schön zu gehen. Und auf ca. 1850 verlässt man noch den Wald und das kühle Gelände. Da ist ca. die Waldgrenze und man sieht da, es sind keine Bäume mehr. Und jetzt fängt dann das felsige Gebiet an. Das ist so ca. der Alpspitz, ein paar Meter da rauf noch. Und da muss man halt dann das erste Mal schon aufpassen, dass man da irgendwie ein bisschen abseits der Wege kommt, wenn man da runterfliegt. Gute Nacht. Ja, aber bis jetzt super Wanderung und wie gesagt, im Wald sehr, sehr kühl, aber jetzt ist der Wald vorbei.
So, und dieser Platz sollte halt dieser Albusspitz sein. Und jetzt ist da so eine Kreuzung. Kann entweder links auf eine Reiskurve gehen, eine Stunde, ich glaube 20 heißt das, oder rechts, eine Stunde 45. Der linke soll der etwas schwerere Weg sein, was ich gelesen habe. Deswegen werde ich den zum Aufstieg verwenden, oben die Überschreitung machen, dann auf einer kleinen Reiskurve vermutlich noch mitnehmen und dann komme ich wieder zu dieser Kreuzung her. Wetter passt einfach. Geil. Ja, und da ist auf jeden Fall schon etwas alpiner. Trittsicherheit erforderlich, aber bis jetzt geht's gut. Ja, und der Weg wird halt echt zunehmend alpiner, aber es ist wirklich noch nichts Tragisches. Ab und zu mal die Hand zur Hilfe nehmen, aber es ist noch nicht so, dass man sagt, man müsste jetzt die Stecken wegtun. Weiter oben, mal schauen. Aber bis dato geht es so eigentlich auch gut. Und es ist wirklich, wirklich schön zu gehen. Natürlich, wenn andere Leute da sind, auch schon in dem Teil sehr aufpassen. Es ist alles sehr lose, dass man noch nicht lostritt, dass es oben geht. Sehr gefährlich. Ist immer schauen, dass in seiner Falllinie drunter keiner ist. Oder wenn du drunter bist, dass ober dir kein Oma steigt, weil es könnte böse enden. Sonst würde man einen Helm brauchen, aber selbst mit Helm wird sowas sicher weh. Ja, ist aber trotzdem mal sehr gut angeschrieben. Darauf geht's weiter. So, und da wird das Gelände jetzt durchaus wirklich sehr alpin. Auf jeden Fall Stecken wegtun, habe ich auch schon weggebockt. Und nachher geht es aber schon gut. Immer wieder leicht das Gehgelände dazwischen. Dann wieder Kraxlerei. Immer in der Abwechslung. Das passt aber sehr schön. Und angeschrien ist auch gut. Dann passt es. Wie gesagt, echt wichtig, dass unter einem keiner ist. Unter mir war jetzt keiner, habe ich auch einen großen Strandschnapp getreten. Großen, mittelgroßen. Ist dann richtig schön runtergerollt. Es ist halt einmal sehr gefährlich. So. So, das ist ein bisschen Gehgelände. So, und da haben wir dann auch sehr versicherte Stellen. Auf der Stelle direkt. Da hatte ich das jetzt nicht als notwendig empfinden. Aber immer super, wenn sie trotzdem so eine Seile gespannt haben. Weil es hat einfach eine Sicherheit. Hat da was mit der Psyche zu tun. Wenn da eine Seile ist, kann ich greifen. Wenn ich keins habe, kann ich halt nicht greifen. Aber wenn es ab und zu, so wie da, gerade ziemlich wurscht ist. Ja, da braucht man schon wieder eher. Ja, das ist super, dass sie da gespannt haben. Über Kraxleine. Und wenn sie schon haben, dann nutzt man es auch. Und wenn man es kann hat, dann nutzt man auch nichts. Okay, das ist da wieder Gehgelände. Schön. Der nächste Stall, wo ein Seilchen gespannt ist. Schaut da sehr gut gewartet aus. Naja, kaum sage ich das. Aber ich glaube, Stall sein macht das nichts, wenn es ein bisschen weg ist. Kurzes Gegenende. Ha? Das ist schon sinnvoll als Zeitung.
ich muss echt sagen, sehr viele Haare ausgerissen. Also man sieht, sehr viele Seile gespannt. Also da gehen sie echt auf Nummer sicher. Du musst nichts freestylen, nennen wir es einmal, klettern. Und der nächste ist ausgerissen. Das ist auch geil. Und ich sag gerade vorhin, das ist super gewartet. So, und nach den paar Klettereinlagen ist wieder mehr Gegenwinde. Super. Und wenn man sowas sieht, genau da wird man immer wehmütig, dass man nur noch mehr aufpasst, jeden Schritt kontrolliert. Das ist immer schier. Und vor allem, wenn da so 40-, 50-Jährige abstürzen oder auch noch jüngere, ihr Leben noch mehr oder weniger erst halb hinter sich haben. Traurige Sache, deswegen immer aufpassen. Nur das machen, was uns erst selber zumutet. Okay. Geht's jetzt weiter. So, und ehe man sich versieht, ist man noch diesen kleinen Kamin mehr oder weniger. Da oben ist dann glaube ich schon ein Grat. Es geht dann echt verdammt gut vorwärts. Ja, wie gesagt, echt Stecken weg da noch. Da braucht man keine Stecker. Das ist besser, wenn man die Hände frei hat. Da ist jetzt auch eine Tofhalle. Und da wo wir aufkommen. Abstieg über Hochfleck heißt das sozusagen, nur bei trockenen Verhältnissen. Ja, das unterschreibe ich. Wenn da nass ist, ist nicht so gesund. Da geht's weiter. Boah, wie geil ist das. Wenn man da den Grat erreicht, ich gehe das erste Mal auf die andere Seite nochmal. Richtig, richtig geil. Seit wir kommen, die andere Seite. Da hat mir ein Kollege vorgeschlagen, das hätte ich auch gehen von der Composite-Hütte her. Das müsste irgendwo dahinter sein, vielleicht eh die, was man da sieht. Ja, das ist die zweite Route, was es da auf gibt. Und wir sind halt von der anderen Seite gegangen. Jetzt geht es da am Grat noch hinüber. Und wieder so ein Mahnmal, Dr. Rudi Hammerschlag. Aber ich glaube nicht, dass der abgestürzt ist, weil er von der Bergrettung ist. Also Vorsicht, Vorsicht, der Berg hat schon einige Leute auf dem Gewissen. Kennt man eigentlich ja super, wo es da weitergeht. Schaut man ein bisschen ab. Da dazwischen anscheinend wieder irgendwo auf. Da hinten sieht man das Gipfelkreuz. Und? Weiß jetzt nicht. Das sieht man da vom Kleinen auch schon. Ist ihm nichts. Aber vom Großen sieht man mal. Sehr gut. Wow. Und schon wieder der nächste. In der Südwand abgestürzt. Also es ist selten, dass beim Berg so viel Gedenktafeln sind. Das ist eh gut, dass ich da ein Video mache, dass da die Leute sehen, ist das nicht so ein Spielzeugberg, sollte man schon gewisse Erfahrung mitbringen, weil sonst ist es gefährlich. Oben am Grat sind dann durchaus einige Kletterstellen, wo halt keine Seile gespannt sind, sondern wo man halt selbst den Weg suchen muss. Und wie gesagt, da ist schon wieder ein Stein ab. Sehr brüchig, sehr, sehr brüchig. Da muss man echt aufpassen, wenn da hinten einer geht. Schon wieder rum. Und der Grat ist im Grunde immer schön zum Gehen. Er ist auch immer breit genug, aber immer vorsichtig sein. Es geht trotzdem links und rechts immer wieder runter. Sehr viel Platz ist trotzdem nicht. Wenn man konzentrierte Schritte macht, ist das kein Problem. Aber ausrutschen oder stolpern und dann irgendwo einen Abgang machen, ist da einfach keine Option. Wenigstens ist der Grat da rum etwas fester wie manche anderen Stellen da. Und das sehr, sehr gut ausgetreten. Ja,
Also das ist einmal sehr okay. Wieder sehr breit, 1,5 Meter. Und da vorne sind wir dann schon oben. Aha. So, das ist immer gefährlich. Das ist ja vermeintlich. Guter Stein noch ein Doppelicht. Ja, aber wenn man noch einen sicheren Tritt hat, ist das für 99% der Leute, die was die Erfahrung haben und die Trittsicherheit haben, sicherlich ein Genuss noch mal zu klettern. Wenige Meter unterm Gipfel ist da noch einmal so eine Markierung, da steht Reiskofel-Biwak. 2 Stunden, ja. Da ist der Absteigen schon fast schneller. So, bergheil! Reiskofel, großer Reiskofel erreicht. Schauen wir uns mal das Kreuz an. Ja, grundsolide gibt es hier. Und was sage ich euch? Fragt den Bergheil, wenn du ein gutes Wetter brauchst. Schaut euch den Ausblick an. In der Richtung sieht man schön hinter den Dobrat, sieht man sogar, wenn man da ganz hinter schaut, was man da wieder so auf der Kamera sieht, da sieht man so eine Mittagskugel, da oben schön flach ist. Auf der Hinterseite Hochwipfel, war ja gerade erst letztes Jahr und generell die ganze Seite da oben. Kötschach Mountain müsste da unten noch sein. Man müsste da hinten, da unten. Müsste fast schon ein Geiter oder ein Polinik sein. War schon oben letztes Jahr. Die Seite. Da sieht man, oh, heute haben wir aber einen Fernblick. Fangen wir mal an. Da ist der Scharnig. Auf die Seite nur mehr noch. Jetzt muss ich kurz überlegen. Sollte da auch ein See sein. Und boah, also ich weiß nicht, wer das sieht. Da ganz hinten, schneebedeckter links. Sieht man schön die hohen Dauern rein. Ich will jetzt nicht liegen, aber könnte sogar fast sein. Der eingeschneite da hinten. Boah. Nein, bis zum Glockner wird man noch nicht sehen. Aber es könnte vielleicht Hafner oder die Dauernkönigin sein oder sowas. Und das da, boah, war schwer zu sagen. Auf jeden Fall sieht man halt wirklich richtig schön weit. Echt toller Ausblick. Kleiner Ball und so weiter da hinten auch. Echt geil. Naja, was sage ich zur Tour? Bis jetzt super Tour. Vorsichtig muss man sein. Muss auf jeden Berg da noch einmal eine Stufe mehr. Jetzt werde ich kurz eine Pause machen. Dann geht es nochmal zum kleinen Reiskofel. Geht man gerade wieder zurück und dann steigt man kurz ab, glaube ich, und dann wieder auf. Und dann geht es zur Weggabelung zurück. Auf bin ich da jetzt gegangen, 2,5 Stunden. Ist das eigentlich von dieser Hütte angeschrieben? Also, wenn du normal gehst, von dem Punkt, wo ich weggegangen bin, gehst du vielleicht so 3, 3,5 Stunden. Aber richtig tolle Vormittagstour. Und echt nochmal den Ausblick genießen. Bin ich echt gar nicht gewohnt, auf den Berg gehen und ein bisschen was zu sehen. Hinten siehst du ja normalerweise bis Spital um, gell? Da ist, wird das da hinten sehen. Was ist denn das? Kamera sieht man es, glaube ich, schon schön. Ja, nicht zu vergessen, da drüben ist direkt der Jauker. Von der anderen Seite schaut der Reiskofel da echt gewaltig aus. Da denkst du, es ist unschaffbar. Aber es ist halt die Seite, die was da so arg ausschaut. Echt toll. So, und jetzt sage ich Tschüss, die Kreuz. Und jetzt geht es erst einmal den gleichen Weg zurück bis zu dieser mehr oder weniger Kreuzung, wo ich halt aufgekommen bin vom ersten Weg. Und dann geht es da gerade weiter.
So, von da unten sind wir früher hergekommen. Da war der große. Und jetzt geht's da weiter Richtung kleinen. Ein richtig geiler Traum durch das Grat zu wandern. Also, es gibt nichts Schöneres. Links, rechts geht's zwar, aber war richtig geil. Ein bisschen die Aussicht genießen. Natürlich auch Dritte schauen. Aber richtiges Genuss. Grat wandern ist das jetzt dann für mich. So was hat man auch nicht oft, dass man so einen wunderschönen hat. Echt traumhaft. Bin ich da jetzt gelandet? Hast du noch mal gesehen? Das sind alle Schwalberland. Das sind Schwalberland. Wow. Die fetzen aber ganz schön um. Das ist da etwa Prumpfzeit oder wie heißt das bei den Vögeln? Nicht schlecht. Da geht's ab. Ja, da gibt es jetzt noch eine kleine heikligere Stelle. Sagen wir mal, der Grat ist jetzt nicht der dickste. Aber da geht es wenigstens nicht so weit runter. Aber schwindelfrei sollte man da auf jeden Fall sein, dass da links und rechts runter geht. Wenn da jemand nicht so schwindelfrei ist, könnte man da Probleme kriegen. Oh, und da muss man auch relativ vorsichtig sein. Jetzt sind wir gerade da oben runter gestiegen. Schon sehr steil. Aber ist eigentlich trotzdem ein griffiger Stein. Und was jetzt übergeht, ist ein grausiges Schotter. Aber jetzt haben wir da das Krebsteil gleich hinter uns. Da vorne sieht man schon den kleinen Reiskofer. So, das sind meist bei dieser Kreuzung. Da sieht man schön den Weg, wo man auch raufgehen kann. Comptonhütte. Kommt man da rauf. Wie viele Dörfer sind wir jetzt auf 229? Und wir gehen jetzt als erstes einmal. Comptonhütte war kein Reiskofer. Aha. Auf jeden Fall ein kleiner Reiskofer, geht's da rauf und dann steigen wir da wieder ab und später sind wir wieder zurück zu unserer Hauptroute. Jetzt haben wir mal ein kleiner Reiskofer. So, und da erwartet uns kurz schon ein kleiner Reiskofer, noch haben wir eine nette Kletterei, aber auch Stahlseil gesichert. Müssen wir zuerst das ein bisschen runterklettern. Geht dir gut? So, jetzt sind wir da unten. 2 Meter Gehgelände. Da haben wir jetzt einen Tag richtig schöne Steigung. Da muss man sich halt richtig schön reinladen. Dritte auch drinnen. Ja, man könnte sich da, wer sich nicht so sicher ist, durchaus ein Klettersteigset anlegen und da ein bisschen sich sichern. Aber es geht so eigentlich auch schön. Und das war beim nächsten Gipfelkreuz. Sag mal, was ist das? 2-1 irgendwas. Boah, das muss ich sagen, ist sogar schöner als das vom normalen Reiskofer. Das vom kleinen gefällt mir besser, ja. Ja, wie gesagt, das muss man fast mitnehmen. Das ist ein geschenkter Berg oder Gipfel, ein paar Meter weiter. Und jetzt gehen wir schon weiter an den Abstieg. Nicht mehr lange. Und wieder mal ein Rettungseinsatz. Schaut zumindest so aus. Oder schaut aber recht nah aus. Vielleicht da Richtung Slowenien. Richtung Dobratschume. Naja, ich gehe einen Abstieg weiter. So, da bin ich schon wieder bei der Kreuzung. Da vorne die gelbe Tafel. Wenn ich früher links rauf bin, sieht man letztes Mal einen kleinen Reiskofer.
Da ist hergegangen, ist eigentlich auch schön zum Gehen gewesen. Ha, ab und zu mal Seil gespannt, aber nichts Tragisches. Immer wieder ein bisschen oben, auf, war lässig. Und jetzt geht es den gleichen Weg zurück, da wo ich Docker geparkt habe. Hinter dieser Anolm da hinten. Aber es ist der gleiche Weg, da werde ich ein bisschen schneller machen. Ich werde glaube ich nichts mehr filmen. Dann gibt es das weltberühmte Resümee. Mäh. So, jetzt gibt es ein Resümee. Dann haben wir einen Blick. Kleinen Reiskufel. Und der große ist da oben. Und über die Wand da vorne klettert man. Klettert, naja, wandert, klettert. Alles mögliche. Geht man halt auf. Und wie gesagt, normalerweise wäre der Start dieser Parkplatz. Aber ich habe noch 4 Stunden, 20 Minuten, weil ich da, wenn ich schnell bin, zu meinem Privatparkplatz umhängen. Ja, Gehzeit ist knapp über 5 Stunden wird sein. Von da sollte man normalerweise, wenn man halbwegs schnell ist, in 4 Stunden Auf- und Abstieg schaffen. Wenn man kaputt geht, von da plant man 5, 6 Stunden ein. Ich habe jetzt nicht viel Pause gemacht. Also wenn es 10 Minuten waren, kurz einmal ein bisschen Ausblick genossen, war es viel. Zur Schwierigkeit. Für den Berg sollte man auf jeden Fall schon einiges an Erfahrung mitbringen. Also Trittsicherheit, ein bisschen Klettereien sind, sollte man alles schon einmal gemacht haben. Wer das noch nicht gemacht hat, für den ist dieser Berg definitiv nicht zu empfehlen. Für alle anderen, die schon mehr Erfahrung haben, super Berg, kann ich nur empfehlen. Für jeden, der im Villach Spital, Lienz, Hermagor, in dem Exo wohnt, noch ein Berg. Ist 2,73 sowas ist er, mit 1000 Höhenmeter, kann man einen schönen Vormittagstour machen. Und ja, echt nur zu empfehlen. Das heißt, bis zum nächsten Mal.